Shalom, Shalom. Jetzt kommt wieder ein Kapitel aus dem Buch. Ab durch die Decke. Hinein ins Reich Gottes, denn die Herrlichkeit wartet auf uns. Das nächste Kapitel hier heißt, den Willen des Vaters tun. Wir haben jahrhundertelang gebetet, das hat uns ja Jesus gelehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sind heraus aus der Kirche oder heraus in den Alltag und dann war unser Ziel, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Aber den Willen des Vaters zu tun, ist wirklich das herunterzureißen vom Himmel, was der Vater im Himmel geplant hat, für die Erde. Und da möchte ich euch ein paar Schriftstellen vorlesen, die mir da sehr geholfen haben. Im Psalm 50, 23. Wir sollen Dank opfern. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dann im Psalm 103, 1-2. Danken heißt Gott kennenlernen. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Dann im Epheser 5,20 wieder über Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein fundamentales Lebenseinstellung, die nur Segen bringt. Und da heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Vater, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möchte ich noch einmal lesen. Sagt alle Zeit, also unter allen Umständen. Für alles, ob es verstehen oder nicht, mögen oder nicht, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im Hebräer 13,5 lesen wir, dass wir eben ohne Geldliebe wandeln sollen. Und da heißt es, dein Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Dank ist also eine Zuwendung zum Geber hin. Mit anderen Worten, beim Dank wird sichtbar, ob der Beschenkte nur die Gabe sieht oder auch den Geber. Beim Dank bringe ich auch zum Ausdruck, dass durch die erhaltene Gabe meine Not und mein Bedürfnis gestillt wurde. Ich gebe zu, dass ich ein Beschenkter bin und erkenne an, dass ich eine Wohltat erfuhr. Der Herr sagt uns in seinem Wort, dass wir alle Zeit jederzeit für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, danken sollen. Wisst ihr, wir können ehrlich sein. Gewisse Sachen mag ich nicht. Ich habe auch nicht dafür gebetet. Ich verstehe sie auch nicht. Aber ich habe gelernt zu sagen, Herr Jesus, verstehen tue ich die Situation überhaupt nicht. Mögen tue ich sie auch nicht. Gebetet habe ich auch nicht dafür. Aber ich danke dir jetzt im Glauben und im Vertrauen, dass du diese Situation zu etwas Gutem zusammenwirken lässt. Deshalb danke ich dir. Du kennst schon einen Ausweg und ich habe den Überblick nicht. Aber ich danke dir und ich preise dich. Bis jetzt gab es noch keine Situation in meinem Leben, wirklich keine. Ganz gleich, wie schmerzhaft sie ursprünglich war. Wie enttäuschend sie war, wie erschütternd sie war. Die sich nicht rückblickend, manchmal erst viel später, als das Beste für mich herausgestellt hat. Gott hat seinen Namen verherrlicht. Er hat mir die Situation zum Segen geschenkt und ich bin Gott für alles in meinem Leben, wirklich alles, ganz gleich wie es sich in dem Moment angefühlt hat, als ich durchgehen musste, zutiefst dankbar. Ich vertraue darauf, dass du auch zu dieser Erkenntnis kommst. Denn alles dient uns zum Besten. Wisst ihr, Gott prüft alles. Nichts geschieht in deinem Leben oder in meinem Leben, was nicht vorher seine Inspektion passieren musste. Und er prüft und er weiß, was das Beste ist für dich. Und da möchte ich euch einfach nur sagen, wie so Mangelerscheinungen, die wirklich nicht angenehm waren, mir was gegeben haben. Ja, ich hätte Gott nie kennengelernt als meinen Arzt und Heiler, wenn ich nicht sehr krank gewesen wäre. Ich hätte Gott nie kennengelernt als meinen Versorger, wenn ich nicht arm und in größter Not gewesen wäre, seelisch, geistig, finanziell und materiell. Ich hätte Gott nie kennengelernt als meinen Geliebten, meinen Bräutigam und besten Freund,
wenn ich nicht diese große Einsamkeit erlebt und den Hunger nach Gemeinschaft mit Gott gehabt hätte. Ich hätte Gott nie kennengelernt als meinen Erlöser, wenn ich nicht erkannt hätte, dass ich verloren bin ohne ihn. Ich hätte Gott nie kennengelernt als meine Auferstehungskraft, wenn ich nicht mit ihm bewusst den Tod am Kreuz angenommen hätte. Dadurch weiß ich, dass ich nicht mehr die Alte bin, sondern gekreuzigt mit Jesus Christus und aus ihm nun lebe und er lebt in mir. Das habe ich schon vorgelesen beim letzten Vortrag in Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wichtig ist, dass wir in einer Abhängigkeit von Gott leben, und zwar jeden Augenblick. Er hat im Himmel alles vorbereitet für dich, für jeden Tag, für jeden Tag. Und seit vielen Jahren sage ich schon in der Früh, Vater, was ist heute das Abenteuer deiner Liebe zwischen uns beiden? Lass mich erkennen, was du vorbereitet hast, damit ich darin wandle. Und immer wieder am Abend, wenn ich ins Bett gehe, muss ich sagen, Herr, das war wieder einmal eine Wucht von einem Tag, wie du hier Pläne im Himmel vorbereitet hast. Amen. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der jeden Mangel füllt, jeden Mangel. Und da gibt es im Englischen so ein schönes Wort und das heißt Guidance. Guidance heißt eigentlich Führung. Aber Guidance hat hinten dann das Wort Dance und Dance heißt Tanzen. Und dann bleibt noch vorne G, U und I übrig. Also God, you and I dance. Ich sehe mich oft in den Armen Jesu und ich tanze mit ihm durchs Leben. Vertraue ihm, glaube ihm. Und er sagt immer wieder, Maria, bleib in meiner Führung. Bleib in meinen Armen. Ich werde dich führen. Und wir werden miteinander durchs Leben tanzen. Und wisst ihr, je länger wir mit Jesus gehen, umso größere Dinge mutet uns zu. Und dann wird dein Glauben immer noch größer in den Gott, für den nichts unmöglich ist. Ja? So, also noch einmal, was ist echte Nachfolge? Echte Nachfolge heißt, um den Willen des Vaters zu tun, müssen wir echte Jünger werden und echte Nachfolger Jesu werden. Und was bedeutet das? Ein Nachfolger Christi ist ein Christ. Christus ist der große Gesalbte, wir sind die kleinen Gesalbten. Und dann habe ich mir gedacht, zuerst am Anfang, das ganze Neue Testament, alle vier Evangelien, nie findet man dann das Wort Christen. Immer nur Nachfolger, immer nur Nachfolger. Aber dann in der Apostelgeschichte ja, steht dann, dort wurden sie dann zum ersten Mal Jünger genannt. Jünger, also sie waren so wie Jesus. Und das sind eben Prozesse, die oft nicht einfach sind. Wenn man von einem natürlichen Menschen zu einem Jünger Jesu wird, da wird es so viele Punkte in deinem Leben finden, wo es einen Finger drauf gibt. Zum Beispiel Matthäus 11,29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also was erwartet Jesus von seinen Jüngern? Es geht nicht um die Nachfolge in einer Konfession, um die Nachfolge der Person eines Pfarrers oder um die Nachfolge von menschlichen Gesetzen. Im Lukas 14,33, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Halleluja. Es geht wirklich um hundertprozentige Hingabe. Ich sage euch nicht alles und lese das Buch nicht mehr. Aber Gott möchte, dass wir nicht furchtbar sind, sondern fruchtbar sind. Und da ist im Kapitel Johannes Evangelium 15, 1 bis 5 folgendes, was mich immer wieder berührt. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht in mir und ich in euch
nicht in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Und so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich sage euch, dieses Nichts ist radikal. Lass dich von nichts und niemandem ablenken, von deiner Beziehung zu Gott. Sei dir bewusst, dass du ohne ihn nichts tun kannst. In deiner eigenen Kraft ist es nicht möglich, etwas im Reich Gottes umzusetzen, das in der Ewigkeit zählt. Im Johannesevangelium 15,16 lesen wir dann noch, nicht ihr habt mich erwählt. Na, Gott, du hast nicht Gott erwählt, er hat dich erwählt. Sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Ja, Gott möchte, dass wir fruchtbar sind. Er will, dass wir untadelig sind. Ich glaube nicht, dass Jesus, nachdem er morgens aufgestanden war, als erstes dachte, was darf ich heute nicht machen? Was muss ich machen? Nein, er hatte einfach nur Gemeinschaft mit dem Vater. Er hat kommuniziert mit seinem Vater. Und das ist das, was auch wir tun sollen. Der Vater offenbart uns, wandle in mir, mit mir, durch mich. Und in dem Ausmaß, wie wir in dieser Verbindung bleiben, bekommen wir alle Gnade, die wir brauchen, um jeden Tag zur Ehre Gottes zu leben. Es geht um ein echtes Einswerden. Geh mit ihm und lasse Gott die Ereignisse. Gott möchte, dass jeder Tag und alles, was wir von ihm bekommen, ein Geschenk ist. So habe ich auch gelernt, meine Kinder täglich als Geschenk anzunehmen. Sehe auch deinen Ehepartner als ein Geschenk. Er ist nicht dein Besitz. Ihr seid ein Geschenk füreinander. Und was ist da das Fundament? Viele Menschen erkennen gerade jetzt in dieser Zeit, dass sie ihr Leben auf ein falsches Fundament gebaut haben. Vielleicht das schöne Haus, wunderbare Kinder, guter Job, sehr großen Einfluss. Und es ist alles gut und schön, aber es darf nicht das Fundament deines Lebens sein. Ich habe mein Leben völlig auf die Aussage Jesu gebaut. Es ist vollbracht. Er hat alles bezahlt für mich. Und indem ich mich ihm hingebe und ihn aufnehme und mit ihm gehe und mit ihm lebe, 24 Stunden, finde ich meine Identität völlig in ihm. Denn er selbst ist mein Fundament. Und hier, also im 11. Kapitel der Apostelgeschichte, werden zum ersten Mal die Nachfolger Jesu Christen bezeichnet. Das können Sie nachlesen. Also ich war damals begeistert, wie ich das gefunden habe. Erst im 11. Kapitel der Apostelgeschichte werden sie als Christen bezeichnet. Jesus ist der große Gesalbte und wir sind die kleinen Gesalbten, Christus und die Christen. Und das Ziel ist einfach, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ja. Und ich wünsche mir, dass die Menschen um mich herum eine Ähnlichkeit mit Jesus sehen. So wie ich Christus nachfolge, ihm ähnlich werde, macht sich die Echtheit meines Glaubens fest und mein Umfeld bezeichnet mich als Christ oder eben nicht. Mein größtes Verlangen ist, Jesus immer ähnlicher zu werden, rein und heilig vor ihm zu stehen, wenn er wiederkommt. Amen. Und ihr Lieben, Jesus kam auf diese Welt, um eine Braut für sich freizukaufen. Und Gott hat das ganze Universum geschaffen, um eine Braut für seinen Sohn zu bekommen. Und diese Braut sind du und ich, wenn wir ihm nachfolgen. Und Jesus wird wiederkommen, um seine Braut zu sich zu holen. Und das ist unsere große Erwartung. Eine Braut hat ganz besondere Eigenschaften. Lass uns das einmal näher betrachten. Eine Braut ist total fokussiert auf ihren Bräutigam. Niemand ist ihr wichtiger. Sie hat keine anderen Liebhaber. Sie will in völliger Harmonie mit ihrem Bräutigam eins werden. Und Jesus, als der Bräutigam wieder, sucht seine Braut, die völlig auf ihn eingestellt ist, die sich nach seinen Wünschen ausrichtet, die auf ihn alleine voller Sehnsucht wartet, die täglich voller Erwartung nach Zeichen seines baldigen Kommens sucht, die sich vorbereitet und bereit ist, ihn zu empfangen, die sich bedingungslos geliebt fühlt von ihrem Bräutigam.
Und diese Braut sind wir. Und das bin ich und das bist du. Dein ganzes Leben ist gefragt. Triff deshalb die Entscheidung, ganze Sache mit Jesus zu machen. Gib dich Jesus ganz hin. Liefere dich ihm ganz aus. Schau nicht mehr auf dich, sondern nur noch auf ihn. Gib ihm alles und folge ihm nach. Sei ein echter Nachfolger Jesu und sehe voller Erwartung, als Jesu Braut deinem Bräutigam entging. Damit tust du den Willen des Vaters, denn er hat diese Braut teuer erkauft mit dem Sohn seines Lebens. Und da möchte ich jetzt noch ein Wort aus der Offenbarung 3,11 lesen. Und Jesus sagt, ich komme bald. Und da wirst du sagen, ja, das sagt er schon 2000 Jahre. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir sind dem Ereignis näher denn je. Ich komme bald, was du hast. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Ja. Und da habe ich noch dazu geschrieben, es ist die Zeit durchzubrechen in den reinen Glauben an die Größe Gottes. Und dann möchte ich euch noch etwas sagen. Gott zu bedürfen, also Gott nötig zu haben, ist die größte Reife eines Christen. Nicht unabhängig zu werden, sondern abhängig von Gott. In völliger Hingabe. Also, das vertraue ich, dass du das jetzt verinnerlichen kannst und dass du wirklich lernst, Altes loszulassen und den Willen Gottes zu tun. Denn was er für dich geplant hat, ist das mit Abstand Beste, was dir in diesem Leben je passieren kann. Ich habe mit 10 Jahren gebetet, dass Gott mich nicht sterben lässt, bis er mir offenbart oder bis ich erleben darf, dass ich seinen Traum hier auf Erden leben darf. Und ich lebe seinen Traum, den er in seinem Herzen hatte für mich und hat. Und das ist Afrika. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott mir diese Gnade geschenkt hat. Also, kauf dir das Buch und lese es ganz genau und lehre es andere. Denn je mehr du anderen die Wahrheit weitergibst, umso mehr wird sie in dir verwurzelt. Shalom, shalom.